Da ist der Globus. Lichtgeschwindigkeit 611 und hier geht es um Leidenschaft und Meisterschaft. Und zwar Meisterschaft bekommt man nicht geschenkt und ohne Leidenschaft könnte man das nicht erringen, denn es ist mit außerordentlicher Anstrengung verbunden. Also, ich habe Anfang der 70er Jahre meine Vorliebe für Georges de Latour entdeckt. Das ist ein 1593 in der Nähe von Metz, in einem Ort namens Wick, geborener großer Meister, 1893 geboren. Caravaggio ist, was sage ich, 1800, stimmt natürlich gar nicht, 1593. Caravaggio ist 1573 geboren. Caravaggio in der Nähe von Mailand, italienischer großer Meister des Barocks, Barock ist katholisch, hat eine große Zahl von Nachfolgern, dazu gehören Rembrandt, Vermeer, eben auch hier Georges de Latour. Eigentlich alle Maler, die nach Caravaggio kamen, sind Caravaggisten und hier ist dieses Hell-Dunkel. Dieses Bild habe ich 1975 gemalt. 1975 habe ich meine ersten Georges de Latour Studien gemacht. Ich bin überall rumgereist. Ich war im Louvre natürlich unzählige Male. In Épinal. In Nantes, Nancy. So sah ich damals aus. Und das ist hier mein erster Katalog. Da ist dieses Bild auch abgebildet. Also Lichtgeschwindigkeit 611 für alle Piraten. Leidenschaftliche Meisterschaft. Ich habe hier in Berlin keinen Konkurrenten. Es gibt keinen, der das kann. Ich habe letzte Woche ein Interview im Deutschlandfunk gehört mit Norbert Bisky, Maler, Sohn von einem berühmten Linksparteipolitiker Lothar Bisky, und der hat gesagt, ja, manchmal passiert es, dass er einen falschen Strich macht, dann nimmt er den Tapetenschneider und zerstört das Bild. Das hat natürlich mit Glückssache zu tun und nicht mit Meisterschaft. Sein Großverdiener der Malerei von heute. Die Leute, die das bezahlen, werden sich schon Vorstellungen machen, warum. Es ist immer ein großes Geschäft. Mir ist es hier daran gelegen, zu zeigen, dass ich die Malerei liebe und dass es nicht geschenkt wird. Es ist eine große Anstrengung und dann entsprechend die Begeisterung und auch das Selbstvertrauen. Und die ganze Sache ist natürlich kostbar. Und ich glaube, dass man nichts Besseres machen kann. Der Vater von Georges de Latour war Bäckermeister. Georges de Latour war nachher Hofmaler des Königs von Paris, Ludwig der 13. Und Hofmaler ist sozusagen das Höchste, dann wird man von den Konkurrenten nicht mehr gebissen. Denn es ist so, dass die Maler auch über ihre Innung, ihre Gilde sich bekämpft haben und Platzregeln hatten. Man konnte nicht einfach in die Stadt gehen. Hier in Berlin gibt es das nicht. Ich wüsste aber auch nicht, mit wem ich um die Wette malen sollte. Jedenfalls hat Tizian, der noch etwas älter ist, gesagt, muss man erst ausmalen und dann fertig malen. Der hat gesagt, fertig malen. 90 Mal. Also dieses ist jetzt noch nicht fertig gemalt.
Und das ist, hat 3-4 Malgänge. Ölmalerei braucht immer lange zum Trocknen. Die, solche Farben wie Rot zum Beispiel braucht 2-3 Wochen, bis es trocken ist. Weiß oder Ocker oder sowas geht schneller. Und bevor das nicht trocken ist, kann man nicht drüber malen, denn sonst löst man das alles wieder auf. Hier der Drehleierspieler nach Georges Latour, das sind allesamt Spätwerke, also um 1640 gemalt. Das ist 30-jähriger Krieg. Georges Latour hat in seiner Nähe mit den Pocken, mit der Pest gelebt und er ist selbst letztlich auch an einer Epidemiekrankheit gestorben als Hofmaler. Und sein Sohn, einer seiner Kinder, der hatte 7 oder 8 Kinder, sein Sohn Etienne, ist geadelt worden. Das heißt, die haben in 3 Generationen den Aufstieg vom Handwerk, vom Kleinbürger zum Adel, damals also zur führenden Schicht geschafft. Und das ist eigentlich ein schönes Leitbild für das Leben, da weiß man, was man zu tun hat. Ich selber beschäftige mich auch damit als Künstlergelehrter, habe mein Leben lang niemanden über mir gehabt. Und wenn ich dann mit dem Finanzamt zu tun habe, wundere ich mich immer, dass Leute, die im Alter meiner Kinder sind, mit unglaublicher Unverfrorenheit und Frechheit irgendwelche Verfügungen von sich geben, dass ich nur staunen kann. Sie sollten sich mal mit den Leuten beschäftigen, die solche Bilder schätzen und solche Bilder auch bezahlen können. Und damit erstmal möchte ich hier eine Piratenbotschaft geben: Leidenschaft, Ehrgeiz, Hingabe, das sind Eigenschaften, die der Gemeinschaft dienlich sind, wenn man ein freundlicher Mensch ist dazu. Und damit erstmal schönen Dank für die Benutzung.